Willkommen zurück, liebe Zuschauer Düsseldorf aktuell. Am Montag geht weiter und das jetzt mit Marius Ross und dem Sport. Wo es zur frühen Phase des Jahres bereits um Titel geht, Christian, nämlich in der Hallenhockey-Bundesliga. Am vergangenen Wochenende fand in Mülheim nämlich die Endrunde statt und die Damen des Düsseldorfer HC, die waren nach dem Viertelfinalerfolg gegen den Münchner SC richtig heiß auf den dritten Finaleinzug in Serie. Vorher musste man mit dem UAC Hamburg allerdings erst einmal den Meister des Feldes im Halbfinale ausschalten, um sich den ersten Titel in der Halle seit 2015 zu sichern. Ob das geklappt hat, das verraten Ihnen jetzt Uli Bergmann, Thomas Amelung und Silke Launroth. Im Halbfinale der Bundesliga Damen trafen am Samstag vor vollen Rängen die Damen des Düsseldorfer Hockeyclub auf den zweiten der regulären Saison, den UHC Hamburg. Trainer Nikolai Sussenburger wirkt noch ganz entspannt. Die Hanseaten in Blau beginnen die Partie. Düsseldorf spielt in Rot. Eine erste ungefährliche Chance für die Damen des UHC Hamburg durch Marie Mävers. Aber kein Problem für die Düsseldorfer Keeperin Nathalie Kubalski. Kurze Zeit später in der Hälfte der Hamburgerinnen. Greta Gerke erkämpft sich den Ball. Lässt Keeperin Yvonne Frank stehen. Und scheitert am leeren Tor. Eine Riesenchance. Die Hamburgerin Lisa Altenburg fällt unglücklich über den Schläger einer Düsseldorferin. Und dann, wenige Minuten später, muss die Hanseatin erneut einstecken, als diese heftig mit DHCs Pia Lothar zusammenprallt. Zum Bedauern der Fans muss die UHC-Stürmerin vom Feld getragen werden. Der UHC von diesem Verlust sichtlich unbeeindruckt, macht immer mehr Druck auf das Düsseldorfer Tor. Erfolgreich. 1:0 für die Hamburgerinnen. Katharina Otte steht völlig frei in der Mitte und zieht im Fallen ab. Zur Halbzeit trennen sich die beiden Mannschaften mit 0:1. Die zurückliegenden DHC-Damen machen in der zweiten Spielzeit mehr Druck. Tief in der eigenen Hälfte behauptet sich die Düsseldorferin gegen gleich drei Spielerinnen des UHC. Und dann geht's schnell. Pia Lothar auf Elisa Gräve. Und die netzt zum Ausgleich ein. Die Düsseldorferin lässt Keeperin Yvonne Frank stehen und auch die heranstürmende Celine Wilde kann den Ausgleich nicht mehr verhindern. Düsseldorf zurück im Spiel. Kurze Zeit später ist der UHC tief in der eigenen Hälfte bedrängt, doch Charlotte Stapenhorst erkämpft den Ball und mit Vollgas geht's in Richtung Düsseldorfer Tor. Keeperin Nathalie Kubalski muss sich unglücklich geschlagen geben. Sie scheint dran zu sein, doch Marleen Müller stochert den Ball unter dem Schoner hindurch. 2:1 für den UHC. Doch Düsseldorf gibt nicht auf. Allen voran Pia Lothar, die hier böse gefault wird und einen 7-Meter bekommt. Da hilft auch keine Diskussion mit der Schiedsrichterin. Die Düsseldorferin am 7-Meter-Punkt. Scheitert an Torhüterin Yvonne Frank. Der führende UHC will das Spiel endgültig für sich entscheiden, doch der DHC redet noch mit. Der Abschluss von Alisa Wiewort aber viel zu unpräzise. Man sucht Antworten bei den Damen des Düsseldorfer Hockeyclub. Und kurz vor Schluss nun 6 Feldspieler bei Düsseldorf. Die Hanseatinnen wollen die Entscheidung. Scheitern aber zunächst an Sabine Markert. Und dann fällt das 3:1 für den UHC. Jana Teschak mit dem Pass auf die erfolgreiche Charlotte van Bodegom zum Endstand von 1:3. Ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Meines Erachtens auch gerade, was die Defensivleistung betrifft, von beiden Teams ein wirklich gutes Spiel. UAC mit den richtigen Antworten zu den richtigen Zeiten. Wir haben leider insgesamt zu viel liegen lassen, unter anderem halt einen 7-Meter. Die Mädels haben jetzt in der Saison insgesamt sehr viele Tore geschossen, dass jetzt vielleicht dann mal Sachen irgendwie an vorbeigehen. Solche Dinge entscheiden Halbfinalspiele. Zum Trost für die Düsseldorferinnen.
Sie verlieren gegen den kommenden deutschen Meister. Denn die Damen des UHC haben am Sonntag im Finale den Harvesterhuda THC geschlagen. Tja, und das ist natürlich richtig schade für die Damen des Düsseldorfer HC. Aber man muss auch sagen, dass die Düsseldorferinnen ohne Topscorerin Adela Bisova nach Mülheim mussten, weil die Tschechin mit der tschechischen Nationalmannschaft unterwegs war. Aber trotzdem war es eine richtig starke Hallensaison des DHC, denn immerhin ist man als Gruppenerster der Gruppe West in die Endrunde gegangen. Das war's vom Sport und damit zurück zu Christian Zehlen.